Neues von Joni, der Bart. Als Joni sich auf die schmale Liege setzte, kackte seine Zuversicht vollkommen ab und salti Schweißtropfen ballerten aus den Poren seiner Stirn. Jetzt einmal kurz stillhalten, Schätzchen. Die Krankenschwester mit dem roten Kreuz auf dem Apfel gab sich, als hätte sie die größte Fanbase der Welt unter ihrem Rock versteckt. Warum zur Scheißwurst muss das nur so wehtun, stöhnte Joni. Es ist nur ein kleiner Pieks, dann hast du es doch schon geschafft. Der Patient vor dir war gerade einmal 9 Jahre alt. Und der hat nicht so spastihaft herumgezappelt wie du, lachte die Grande Dame und setzte die spitze, überkrass lange Nadel an seine Vene. Was? Ein 9-Jähriger bekommt Barthaare transplantiert? Never. Die Schwester stockte. Barthaare? Sie sind hier bei einer Blutspendeaktion in der Stadthalle. Hier wird nichts transplantiert. What? Ich habe 8000 Euro bezahlt dafür, Madame. Mit Gelatine gefüllte Schweineschuhe flogen durch den Raum, als er seine Beine beim Abtransport durch die Stadtwachen hin und her schleuderte. Nee, ein, helft mir. Ich bin betrogen worden. Man hat mich ausgeraubt. Kacke. Nachdem man ihn wie einen alten Saufsack durch die Tür gepfeffert hatte, machte sich Joni von derbster Sadness erfüllt, barfuß auf den Heimweg. Ein paar Kinder machten sich über seine minimalistisch kleinen Füße lustig, als er über einen Spielplatz lief, um eine Abkürzung zu nehmen. Er hatte Schuhgröße 30 und das, seit seiner Geburt. So machte man sich zuerst über seine unnormal großen und den Rest seines Lebens über seine lächerlich kleinen Füße lustig. Zu Hause angekommen entfernte er eine riesige Menge Scherben und Erbrochenes aus seinen Fußsohlen. So eine blöde Furzkacke. Und immer noch ohne Bart. Verdammt, schrie er und warf ein Pokémon-Kissen durch seine Nerdwohnung. Ich könnte alles vollkotzen hier. Nachdem er in seine alten Minisocken geschisst hatte, legte er sich bartlos und 8000 Euronen ärmer, schlafen.